Vollgeldreform, was soll das? Einerseits kann man die Bedeutung des Geldes in einer Geldgesellschaft, und alle heutigen Gesellschaften sind arbeitsteilig organisiert, also auch Geldgesellschaften. Einerseits kann man die Bedeutung des Geldes gar nicht überschätzen. Eine Geldreform impliziert also sehr viel mehr als nur das Geld selber. Andererseits darf Geld nicht zum Selbstzweck werden, sondern sonst zerstört es die Gesellschaft. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Geld ist vom bloßen Mittel zum alleinigen Zweck geworden. Wir müssen das Geld wieder zum Mittel, zum Diener von Menschengesellschaft machen. Oder, wie es in unseren Statuten heißt, die Finanzwirtschaft wieder in den Dienst der Realwirtschaft stellen. Nochmals anders gesagt, wir stehen vor dem Problem, das Gottfried Keller vor über 150 Jahren vorausgesehen hat, dass bei uns sich große Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet und erspart worden zu sein.